Moin ins YouTube und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Agrarian Skies. Wieder mit dabei haben wir den André. Moin. Und wir machen uns mal ein paar hiervon. Wie viele Slimebälle haben wir denn? Wir haben nicht so genug. Nee. Machen wir nicht mit Slimebällen hier. Kann man die Schwerter zusammentun? Weißt du noch? Die Schwerter? Oder kann man Modifier wieder runternehmen? Ich glaube nicht, nee. Schade. Das, was jetzt drin war, hat nur einen einzigen Vorteil, da ist Sharpness drauf. Okay. Und sonst nur das, was ich jetzt habe, ist besser. Weil ich da einfach Looting und Beheading drauf habe, ne? Ja, machst du ein bisschen Lapis drauf, dann hast du Looting drauf. Beheading weiß ich nicht, wie man das kriegt. Ja. Kann ich auf dem anderen einfach Quarz drauf machen. Habe ich Sharpness. Ja, los, komm, das Richtige. Ich will das Richtige. Hä? Da ist es. Nein, nicht mit Slimebällen. Eigentlich, wir können es nur mit Slimebällen machen, ne? Wir haben nicht genug Slimebälle ja, wahrscheinlich. Jupp, das wir hatten drei Slimebälle hatten wir. Geil. Super. Wie macht man denn bitte... Oh, verdammt. Wie machen wir denn bitte diese... Pink Slime Ball? Nein. Die Blutdinger könnte man noch nehmen. Ball of Glue. Das war schon gerade weggeworfen. Fuck it. Gut, hat sich jetzt geklärt, welches Schwert. Rubberwood in diesem. Ah, Rubberwood. Wir haben Rubberwood, ne? Haben wir, ne? Haben wir. Rubberwood. Sawmill. Dann hatten wir jetzt schon einen, aber ist egal. Zwei geht schneller. Dann brauchen wir zwei Stacks. Rubber. Da habe ich doch. Rubberwood. Wo ist die andere Segment? Ist die noch hier? Lol, die ist noch hier. Was zur Hölle? Okay. Zack, gönn dir. Mach uns Energie. Dann können wir momentan halt noch keine Lava-Fabrikatoren machen, leider. Warum? Dafür fehlen uns die Magma-Cremes. Und dafür brauchen wir halt Slimebälle oder so. Oder halt Ball of Glue. Da, wo ich jetzt schon 7 Stück von produziert habe. Nice. 11. 12. Wir brauchen aber noch mehr. Wir brauchen noch viel mehr, brauchen wir. Wie machte man eigentlich Toast? Toastbrand hat man gemacht, indem man das nochmal gebrannt hat, ne? Brot in den Ofen. Brot in den Ofen, ja genau. Dann mache ich noch ein paar Stacks Toast. So. Perfekt. Nur ein bisschen warten, damit er wieder ein paar mehr Balls of Glue macht. Ja, der hat auch schon wieder 8. Nice. Der auch. 16. 16? Achso, ich hab die anderen ins System geschmissen. Ich wollte schon sagen, ey. Magma-Cremes, da. Magma-Creme. Ball of Glue. 31, nice. So. Oh lol. Okay, wir haben genug.
Wie gesagt, ich gehe immer noch sterben durch den Husten. Irgendwann werde ich sterben durch den Husten. Mhm. Machen Frame. Wir haben noch 5 Stück. Wow. Machen wir doch mal. Wie viel wollen wir machen? An jeder Seite 16, also 32. So, Beginn. Zack, fertig. Magma. Nee, muss ich wieder Magma eingeben. Da. Nee, Lavafabrik. Mein Gott, was mache ich denn hier? Da. Schon besser. Was will die jetzt noch? Die da. 32 Stück bitte. So. Jetzt fehlt natürlich Plastik. Geil. Zack. Ich tue erstmal reichen hier. Okay, also wir klotzen nicht, wir kleckern gleich. Mhm. Okay, jetzt fehlen doch noch ein paar Magma-Cremes. Schade. Magma, Magma, tak, tak. Tak, tak. Hammer nice. So. So. Wir haben gerade mal 32 Lava-Fabrikatoren mal gemacht. Ich will erstmal reichen, ne? Also hast du die gesamten Obsidian-Sachen in den System geworfen, ernsthaft? Was für Obsidian-Sachen? Obsidian, normal Obsidian. Und nicht Text. Ein bisschen. Nicht alles, ne, ne. Aber 681. Oder? Kiste ist halb voll. Noch. Zack, direkt voll mit Lava. Zack, der produziert Lava, geil. Ich habe zu viele Lava-Fabrikatoren gemacht. Okay, er ballert die Lava ziemlich heftig durch gerade. Vielleicht wird es irgendwann besser. Wo muss man die Dinger irgendwie einstellen? Die kann man ja gar nicht. Funktioniert das im E-System noch, ne? Funktioniert noch, ne? Weiß ich nicht, ne? Doch, doch, funktioniert noch. Wird aber rapide, ne, rapide nicht, aber es wird weniger, glaube ich. Die haben Lava komplett voll, die haben Lava auch komplett voll. Die haben alle Lava komplett voll eigentlich. Und ich produziere halt immer noch alle nach. Ich muss hier mal die Maschinen hier abbauen, die wir hier noch stehen haben. Auch deine Multeron und so ein Scheiß. Hier ist noch. Oh, hier ist noch was drin. André, komm mal bitte runter. Moment. Ich kann die jetzt nicht abbauen. Kann man den Tank dran setzen oder so, dass es da rausfließt?
Nö. Ja, hier ging's, nice. Wenn ich hier aber so abbaue, dann wird es ja nicht verloren gehen. YOLO. Upsala. So arbeite ich für ein paar Wochen oder so. Ah ne, es war einfach ein bisschen Glowstone, was verloren gegangen ist. Dann macht's ja nichts, dann ist alles gut. Wir haben gleich ein Problem, wir haben gleich keinen Strom mehr im System, ne? Und so oft. Ja, du musst die Dinger. Ich kann schon mal die Magma, die Lava-Generatoren machen. Lava-Generatoren. Na, nicht Magma. Magma-Dynamos. Da. Wo ich ganz viel in war. Eisen. 1, 2, 3, 4 und Ferris. Das ist erstmal egal, ich baue jetzt erstmal die andere Seite fertig. Zack, zack. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Die Dinger sind zwar irgendwie immer instant voller Lava, aber nicht instant voller Energie, komischerweise. Hm. Hier, da, die Gerätschaften müssen da oben drauf, müssen da weg. Da ist noch Stuff drin. Also Flüssigkeit drin. Ja. Das ist nämlich das Problem an der Sache, deswegen baue ich die nämlich nicht ab. Und ich krieg die da nicht raus. Wie, die müssen aber hier weg? Bei denen ist hier nicht das Thema, die abzubauen. Aber bei den beiden. Ich hatte die gerade schon einen Tank hintergestellt, dann hatte ich das ganze Zeug rausgezogen, hab's aber abgebaut und dann war das Zeug weg. Du bist schon über Pannen gekommen. Das kostet doch eh nur Glowstone, oder nicht? Nur genug, ja. Glowstone. Scheiß drauf. Aber auch abartig viel Energie. Ja, juckt nicht. Ja. Wir haben genug Energie danach. Die hat einfach eine Million RF an Speicher. Ja und? Da oben kommt die Energie nicht an. Ja, dann baust du es hier hin. Noch mit. Das bauen wir hier hinterher nochmal irgendwann nochmal um. Haben wir keine tragbaren Tanks? Ne, haben wir glaube ich nicht. Guck mal. Tanks, die kannst doch. Ja, wenn du es da reinkriegst, dann ist ja gut. Dann ist ja alles kein Thema. Einfach stackweise machen, scheiß drauf. Wir können es ja leisten. Was? Ich habe gerade die Magma-Generatoren einfach stackweise gemacht. Hat das funktioniert? Bei dem einen ja. Schon mal etwas.
Nur bei dem anderen nicht. Das ist schlecht. Da ist halt am meisten drin, ne? Dann habe ich schon mal versucht, sie abzubauen, ohne. Das geht nicht. Mach einfach, scheiß drauf. Was soll's? Upsala. Dein Ernst? Was denn? Was denn? Sieht doch schick aus. Ja, Lava ist voll, aber die laufen nicht, ne? Produzieren nicht. Die geben direkt ab, sehr wahrscheinlich. Das würde mich nicht wundern. Ich muss mal kurz hier, Na komm, zwei wieder. Die stehen auch alle auf Redstone-Signal, low, ne? Was? Okay. Das ist merkwürdig. Das sollten sie eigentlich nicht tun. Wenn du die nicht auf Low stellst, gehen die dann? Nee, nicht. Ignore. 0 von 400 RF. Vielleicht können die Leitungen einfach nicht mehr packen. Wie viel Output haben die denn bitte? Keine Ahnung. Power Output 80. Und die Leitungen haben... Ich weiß jetzt gerade auswendig nicht. Mal schauen. Transfer 1000 RF. Fertig. Das passt locker. Die Lavafabrikatoren, die sind aber auch mies am beschäftigt sein, ne? Die laufen alle, ne? Mhm. Aber keiner produziert Strom. Sind die denn alle voll bei dir hinten an der anderen Seite? Mit Lava? Die Magma-Generatoren? Klar. Ja. Aber die ein paar sind hier nicht voll. Hier sind ein paar voll, aber nicht alle, ne? Die ganz paar sind nämlich nicht voll. Hier vorne sind jetzt... Ja, der ist zum Beispiel nicht voll, der ist zum Beispiel nicht voll. Hier haben vorne ein paar Probleme. Aber wir werden es ja gleich sehen, wenn die Dinger gleich wieder ausgehen, wenn wir es anklemmen, dann haben wir ein Problem. Wenn nicht, dann haben wir so alles okay. Die sind bei mir alle voll. Komm, ey. Komm, ey. So. Scheiße. Scheiße, was? Scheiße, scheiße. Guck dir gleich mal die Energiezelle an, die wir hier haben. Die Magma-Generatoren brauchen sie wahrscheinlich mehr Strom, als wie sie Lava liefern. Ja, du hast zu viel gemacht. Nein. Das Problem ist jetzt, füllen die Maschinen da hinten füllen sich jetzt erst einmal. Ich weiß nicht, wir müssen ein bisschen abwarten, ob sie sich dann wieder füllen. Dumm, guck dir einfach mal so eine Lava-Fabrik an. Geht hoch, nee. Auf 3000 F. Ja, ich weiß. Auf 900. Ich weiß. Keiner kommt höher. Und dann geht das ja wahrscheinlich nicht mehr in dem Modpack. Die aus sind. Dann geht das ja wahrscheinlich nicht mehr in dem Modpack, dass man das mit Lava-Generatoren betreibt. Auch hier funktioniert es ja nicht.
Lava ist auf jeden Fall genug da. Und es kommt kein Strom raus. Dann machen wir es noch anders. Die hier unten haben, produzieren auch nicht, ne? Produzieren gar nicht mehr? Nein, gerade gar keiner. Es kommt gerade nirgendwo Strom raus. Ja, welchen Magma-Dynamo du anwählst. Okay. Doch, der produziert jetzt Strom, den du gerade gesetzt hast. Der macht ja seinen eigenen Speicher voll. Ja, aber die ziehen zu schnell wieder raus, das ist das Problem. Die produzieren zwar, aber die ziehen zu schnell wieder raus. Ja, weil die Fabriken momentan mehr schlucken, als die Dinger produzieren können. Mhm. Willst du nicht immer da hinten eine Reihe draufsetzen? Nee. Ich probiere jetzt erstmal aus, ob das überhaupt funktioniert. Magma-Generatoren da. Kommt, gleich bricht hier alles zusammen. Weil wir keinen Strom mehr. Könnte ganz gut passieren. Wir haben keinen Inver mehr. Ach, scheiße. Die Energiezelle füllt sich rapide gerade. Wieder, ne? Welche Energiezelle? Die wir hier hinten stehen haben. Bei dem ME-System. Wie füllt sie sich jetzt auch immer wieder? Und weil die Maschinen hinten alle wieder voll sind. Da waren ja noch die kompletten Maschinen, waren ja noch dran geknallt. Ich brauche Eisen, genau, Eisen war das. Ja, jetzt laufen hier auch mehrere Magma-Fabriken. Und die werden jetzt auch, gehen auch bis 6000 jetzt hoch. Momentan, nee, bis voll. Voll? Boah, mein und Gott, dann ey. Dann gehen die, fallen die runter bis auf 1000 oder so. Ja, die gehen jetzt einfach komplett voll. Jo. Nice. Ja, auf der anderen Seite nicht. Auf der anderen Seite machen sie das nicht. Da fallen sie mal direkt wieder runter. Weil sie hier mehr Lava produzieren müssen, sehr wahrscheinlich. Hm. Ja, ich mach gerade ein bisschen viel Inver, ich weiß. Ja genau, das kannst du auch nochmal dran stellen. Kann ich jetzt schon sagen, die Energie bricht jetzt richtig zusammen. Ach, warum? Weil die haben 1 Million, 5 Millionen. Die eine ist gleich voll. 1 Million und 4 Millionen Speicher. Die ziehen jetzt einfach das gesamte System leer. War kein Thema. Ach, verdammt, Fail. Die haben auch nochmal 40.000, 24.000, 24.000. Ne, 400.000 hat der eine. Mit unserer Energie übertreiben wir wirklich ein bisschen gerade. Warum haben wir eigentlich zweimal ein Sägewerk? Weil ich zwei gemacht habe, weil ich ein bisschen schneller arbeiten wollte. Aber an dieser Stelle sage ich euch erstmal wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Minecraft Agrarian Skies. Ciao, ciao. Ciao.